Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Thema. Besser auf jeden Fall die Kettenregel. Ich bin froh, dass ich damit jetzt durch bin mit den Videos, weil ja, Kettenregel ist immer nervig. Man muss gucken, wie viel Verkettung haben wir hier, wie zeige ich das am besten. Naja, habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Bruch, habe ich eine Wurzel, habe ich vielleicht eine Doppelverkettung und so weiter. Aber bei der Produktregel ist es eigentlich relativ schön klar. Denn bei der Produktregel, so wie der Name schon sagt, musst du bei Funktionen auf Verkettung gucken, die mit einem Produktzeichen, also mit einem Malzeichen entstanden sind. Also in unserem Beispiel hier minus Cosinus x mal x hoch minus 4. Das ist jetzt eine Verkettung mit einem Malzeichen und eben nicht mehr so eine Verschachtelung, die wir hatten bei der Kettenregel. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal rein technisch an. Wenn man also so eine Funktion hat, wo es heißt u von x mal v von x, und das ist es ja hier, minus Cosinus x mal x hoch minus 4, das ist ja genau das, was hier oben steht, also zwei Teilfunktionen, die miteinander multipliziert werden, dann kann man die erste Ableitung dadurch bilden, indem man sagt, ich bilde von der ersten Teilfunktion die Ableitung, multipliziere sie mit der normalen zweiten Teilfunktion und dann plus die normale erste Teilfunktion mal die Ableitung der zweiten Teilfunktion. Also quasi so ein gemischtes, ja, also so eine gemischte Zusammensetzung aus Ableitung und Normal plus Normal und Ableitung und eben in der Mitte ein Plus. Wir werden hier nach die Quotientenregel noch zum Abschluss haben. Das ist dann aber auch alles, was du an Regeln zum Ableiten lernen musst. Da wäre es so, dass man dann ein Minus in der Mitte hat. Nur mal so zur Info. Deswegen dieses Plus ist schon wichtig. Also die Mischung aus Ableitung mal Normal plus Normal mal Ableitung. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Also wir haben minus Cosinus x und würden das mal als erste Teilfunktion definieren. Somit haben wir unser u von x gleich minus Cosinus x. Ist ja klar. Und das andere ist x hoch minus 4. Das ist unsere zweite Teilfunktion und die definieren wir als v von x. Und jetzt bilden wir erstmal zu diesen beiden Teilfunktionen unsere Ableitung. Einmal u' von x. Wenn man Cosinus ableitet, wird daraus minus Sinus und mit dem Minus davor zusammen, was hier schon steht, hat man dann einfach Sinus von x. Also Cosinus von x ist abgeleitet minus Sinus von x und mit dem Minus hier vor hebt sich das auf Sinus x. So. Und x hoch minus 4 abgeleitet ist minus 4x hoch minus 5. Das ist ja klar, das ist die normale Ableitungsregel. So, jetzt haben wir unsere Ausgangsfunktion und wir haben unsere Ableitungsfunktion. Und jetzt nehmen wir uns wieder diese Formel von oben, ich kopiere sie hier nochmal rein und setzen das einfach nur zusammen. Und wenn wir das einfach zusammensetzen, dann haben wir das hier. Also Ableitung mal normal, ne? Also können das hier quasi so über Kreuz machen. Das mal normal und dann plus das hier mal Ableitung. So. Theoretisch. Nee, macht irgendwie keinen Sinn mit diesem Überkreuz. Aber egal, du weißt, was ich meine. Also, Ableitung mal normal plus normal mal Ableitung. So, das ist die Sache, die du merken musst und das haben wir jetzt hier gemacht. Und wenn man das noch weiter ausrechnen möchte, dann gibt es hier noch diesen letzten Schritt hier. Minus mal minus wird plus und dann 4 Cosinus x mal x hoch minus 5. Das ist dann nur noch Kosmetik. Kann man machen, muss man nicht. So, jetzt möchte ich dir aber eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Diese Sache hier, wie ich es dir jetzt hier gerade gezeigt habe, so zeigt man das in der Schule, so steht es auch in Lehrbüchern und es ist auch gut, wenn du es so machst. Aber ich mache es so nicht. Also ich schreibe mir nicht extra noch raus irgendwie, was hier jetzt die Ausgangsfunktion von der ersten Teilfunktion ist und was. Das mache ich nicht. Ich nehme mir einfach die Funktion und sage so, jetzt leite ich die ab und dann sage ich, okay, jetzt muss ich erstmal das erste hier einmal ableiten, minus Cosinus x abgeleitet ist einfach Sinus x. Dann mal einfach dieses x hoch minus 4 einmal abschreiben, plus minus Cosinus x einmal abschreiben, mal x hoch minus 4 abgeleitet, ist minus 4x hoch minus 5 dazu packen. So, na also ich schreibe mir das jetzt nicht raus, was sind die Teilfunktionen und was sind deren Ableitungen und dann setze ich das hier laut Formel zusammen, sondern die Formel hat man im Kopf und dann passt man das an. Wie du das machen möchtest, das entscheidest du. Linear sagt noch, man kann die Produktregel übrigens auch mit der Kettenregel kombinieren. Siehe zweite Übungsaufgabe. Ja, das macht am meisten Spaß. Beide Regeln zusammen. Ja, kannst dich auf die zweite Übungsaufgabe freuen. Wenn du auf der Suche nach einer schweren Aufgabe bist, ist das sicherlich eine. Das ist mal zur Abwechslung ein ganz, ganz einfaches Video, nämlich einfach nochmal die Produktregel, die wir hier anwenden wollen, und zwar für drei Funktionen, die an sich gar nicht so leicht sind, aber die Produktregel ist eben so schön einfach. Und ich erkläre nochmal ganz kurz, die Produktregel ist im Grunde eine Verknüpfung mit einem Malzeichen aus zwei Teilfunktionen. Also nehmen wir mal die erste hier. Minus 3x ist eine Teilfunktion.